Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sanfinkol für den Kanal Suki Fini. Ich habe die Ehre, ein kleines Unboxing wieder zu machen. Ich freue mich schon richtig drauf, denn es ist etwas Besonderes. Ein besonderes Mikrofon. Habe ich jetzt schon verraten? Mensch, das wollte ich doch noch gar nicht. Die Versandpackung habe ich schon mal weggemacht. Dann war es in dieser Folie drin. Und die Folie, die mache ich jetzt auch mal weg. Das wäre Verpackung Nummer 2. Und ich ziehe es langsam weg und da kommt schon zum Vorschein. Es handelt sich, jawohl, um das Electrovoice RE320. Der Kenner sieht jetzt diese Bauform und weiß sofort, bam, das kenne ich doch, richtig. Denn es ist der kleine Bruder, obwohl das klein muss man in Anführungszeichen setzen. Das ist der kleine Bruder vom berühmten, vom legendären Electrovoice RE20. Hier, 20. RE20. Das auch den Beinamen Elefant trägt. Warum das so ist, erzähle ich euch dann im Laufe des Unboxings. Ich denke, wir warten gar nicht lange. Wir packen das Ding einfach mal aus. Ich stehe wie immer vor der Kamera. Das heißt, ich sehe alles auf dem Kopf, damit ihr alles richtig rumseht. Hier sind noch ein paar Informationen über die Frequenz, über den Frequenzgang, über die Schaltung. Und sonst steht da noch ein bisschen Werbung drauf hier. Und ach ja, hier sieht man das vielleicht gut. Es ist ein tolles Mikrofon, ein Allrounder. Hier ist zum Beispiel eine Bassdrum abgebildet. Die ist also ideal auch gut zur Abnahme von der Bassdrum. So ist richtig, ich habe es gar nicht gesehen, Mensch, wo die Linse ist. Ich packe jetzt mal das hier aus. Oh, was ist nun los? Schon wieder eine Verpackung. Jetzt kommen wir schon langsam in den Bereich der Matruschka. Kennt ihr die? Das ist diese russische Puppe, die man aufmacht. Und dann ist eine andere Puppe drin. Die gleiche nochmal, bloß kleiner. Wieder aufmachen, da ist wieder eine Puppe drin und so weiter. Geht's die ganze Zeit. Das war jetzt die Verpackung Nummer 4. Schnell auspacken. Ich gucke mal, ob es auch richtig rum ist. Nein, ist nicht richtig rum. Ja, kommst du her. Nochmal zurück. Und umgedreht. Aber jetzt. Jawohl. Was sehen wir? Noch eine Verpackung. Ich nehme es mal da geschwind da raus. So. Und da ist noch ein bisschen was drin. Nur eine Kleinigkeit noch. Und das packen wir auch mal auf die Seite. Ich hoffe, ich kriege das alles so hin. Mit dem Platz hier ist langsam ein bisschen eng. Ja, das ist eine keine Gebrauchsanweisung, wie ich vermutet habe. Sondern es werden da die Hauptfeatures nochmal benannt. Und na, kommst du jetzt nochmal raus aus der Folie. Und technische Spezifikationen werden auch noch genannt. Und da hinten da noch, wie ihr seht, so über die Frequenzbereiche. Ja, es ist eine Niere-Charakteristik. Ein Großmembranmikrofon ist das, das ich jetzt gleich auspacke. Ich mache das mal auf schnell, damit es ein bisschen schneller geht. Wow, wow, hier ist es im Original, das Electrovoice RE320. Gleich mal rausnehmen und mal schön angucken. Was mir gleich auffällt, ist diese Schraube hier. Das ist die Schraube von der Stativhalterung. Die kann man aufdrehen. Ich mache das auch mal. Man kann es abziehen. Lege ich nochmal geschwind rein. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das sieht recht schäbig aus da irgendwie. Also, da frage ich mich immer, wie kommt so etwas durch die Qualitätskontrolle? Hier, es sieht aus, als ob die schon uralt wäre. Hier am Rand ist schon kommt schon das Metall, ist schon zu sehen. Und auch hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ob das so nach alt gemacht ist, wie auch immer. Das ist nicht schön. Hier sieht man auch, es ist gar kein Gewinde dran. Das heißt, man kann anscheinend keinen Fremdfirmen-Shockmount montieren, sondern man muss wohl original Electrovoice-Zubehör kaufen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, ich zeige es mal nochmal kurz so. Und hier, das sieht auch edel aus. In glänzenden Lettern steht hier RE320. Dynamic Cardioid. Aber ich nehme an, das heißt dynamisches Mikrofon. Ist ein anderes Wort für, keine Ahnung, Großmembrane. Ja, man sollte der englischen Sprache mächtig sein, dann klappt es auch mit dem Englischen. Und wenn man es nicht kann, hat man die Arschkarte, so wie ich. Hier auch nochmal Electrovoice das Logo und dann nochmal Electrovoice ausgeschrieben. Das glänzt, das sieht cool aus, ja, richtig cool. Variable D. Und hier sind wir wieder von vorne.
Es sieht einfach klasse aus. Kann man nicht anders sagen. Es ist 21,67 cm lang. Und an der 21,67 cm lang, an dem breitesten Stelle hat es einen Durchmesser von 5,44 cm. Hier, das ist hier diese Stelle, 5,44 cm. Der Body ist dann ein bisschen klein, wenig dünner, der ist nur 4,92 cm. Und nach hinten wird es auch noch mal ein bisschen dünner. Und da sowieso, da wo der XLR-Stecker dran ist, da ist sowieso ein bisschen dünner. Es ist ein Großmembranmikrofon und es ist ein dynamisches Mikrofon. Für alle, die jetzt schon befürchtet haben, auweia, ich brauche da Phantomspeisung. Nein, beim dynamischen Mikrofon braucht man keine Phantomspeisung. Und ihr könnt jedes Mischpult, jeden Audio-Interface oder Preamp benutzen und braucht nicht darauf zu achten, ob das Ding jetzt Phantomspeisung hat. Hier ist auch noch ein Reduziergewinde drin, sehe ich gerade. Das Silberne da. Das heißt, ihr kriegt es auch an jedes Stativ, an jeden Studioarm montiert. Das ist ein Reduziergewinde 3 Achtel, 5 Achtel. Es wiegt 681 Gramm. Ganz schön schwer eigentlich, ne? Ja, der große Bruder, das RE20, das wollte ich erzählen, das hat den Beinamen Elefant. Warum das so ist, das RE20 hat so eine dunkelgraue Farbe komplett. Und durch diese Rille hier, durch diesen Rillen sieht das Ganze dann aus wie, hat es Ähnlichkeit mit einem Elefantenrüssel. Und deshalb hat das RE20 den Beinamen Elefant. Und das wird es auch haben. Es ist zwar schwarz, aber es ist genau baugleich. Die Form alles baugleich. Und das hier, das ist nicht nur ein Design-Gag, weil damit es außergewöhnlich aussieht oder so, sondern das erfüllt einen bestimmten Zweck. Ihr habt bei diesem Mikrofon faktisch keinen Nahbesprechungseffekt mehr. Er ist so gut wie nicht vorhanden. Aufgrund dieser Bauweise. Nahbesprechungseffekt, ja. Wenn ihr mit dem Mund ganz nah rangeht, dann wird natürlich der Ton automatisch lauter. Aber der Bass wird auch massiv angehoben. Zum Beispiel beim Rode Procaster ist das so. Oder bei anderen Kondensatorenmikrofonen, beim Kondensatormikrofon oder egal. Bei vielen anderen Mikrofonen ist es halt so. Beim Shure SM7B ist das auch nicht der Fall. Aber das hat eine andere Bauform. Und da ist die Mikrofonkapsel beim Shure unter so einem dicken Käfig. Der ist ja mindestens 10 cm lang, der Käfig. Und da unten sitzt dann die Kapsel. Und das heißt, man kommt mit dem Mund gar nicht so nah an die Kapsel ran. Das geht gar nicht. Und folglich hat man da diesen Nahbesprechungseffekt auch nicht bei dem Shure. Das ist auch übrigens ein richtig geiles Mikrofon, das Shure. Ist aber nochmal 100 € teurer wie das hier. Das hier kostet 298 €. Das Shure SM7B 399. Und der große Bruder, der kostet 475. Ich glaube, das Shure ist im Moment auch ein bisschen reduziert worden. Es kostet, glaube ich, nur noch 385, nicht 399, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Impedanz liegt bei 150 Ohm. Und es hat ein komplettes Stahlgehäuse. Das ist schon mal richtig gut, nichts als Plastik und so. Beim großen Bruder steht nur noch Made in USA. USA. Auch in diesen glänzenden Lettern. Sieht richtig geil aus. Hier gibt es noch was. Ein kleiner Schalter. Ich weiß nicht, ob das die Handykamera. Ich filme mit dem Handy, ja, wie immer. Ich weiß, ich sollte mir langsam mal eine Videokamera zulegen. Da gibt es noch einen Schalter. Dual Personality. Schaltung nennt sich das. Das heißt normalerweise oder bedeutet, in der Werbung wird es da, es vereint zwei Mikrofone in einem. Einmal ist es der Schalter nach links, Kickdrum Performance. Damit kann man Schlagzeuge, Bassdrums und alles sehr gut abnehmen. Und andererseits, hier ist dann die lineare Performance. Das ist ideal für die Abnahme von akustischen Gitarren zum Beispiel oder für Gesang oder halt für die Sprache, ganz klar. Ja, coole Sache. Der große Bruder hat es auch. Das ist diese Schaltung. Nicht schlecht. Es hat was noch wirklich sehr gut ist an diesem Mikrofon. Es hat einen neodynamischen Magneten verbaut. Ja, hört sich toll an, ne? Ich weiß. Was macht der Magnet? Dieser neodynamischer Magnet, schweres Wort,
sorgt dafür, dass das Mikrofon einen höheren Output hat. Ich habe das mal kurz angerissen und einen Vergleich gemacht mit dem Shure, mit dem SM7B. Und ich habe da haargenau die gleiche Einstellung genommen, die ich beim Shure auch hatte. Alles gleich, am Preamp und so, alles gleich eingestellt. Und da hat das Mikrofon wirklich massiv übersteuert. Es war einfach zu viel. Obwohl es genau die gleiche, beim Shure alles prima, hört sich alles geil an. Bei diesem war es einfach zu viel. Und das liegt an diesem höheren Output, an diesen neodynamischen Magneten. Ich musste da also allein schon den Gain vom Preamp, musste ich um 25% zurückdrehen. Die Bässe ein bisschen rausnehmen, die Höhen auch noch ein bisschen rausnehmen und den Kompressor auch nochmal zurückschrauben. Ja, so, das funktioniert wirklich. Das ist keine Werbung, nur wie so viele sagen, in die Werbung, oh, wird blitzblank sauber und was denn nicht gesehen und was weiß der Teufel bei der Werbung von Waschmittel oder sonst irgendwas, sondern dieser Nähe dynamische Magnete macht wirklich das, was es versprochen wird. Ja, es ist einfach in der Handhabung. Was halt noch gut ist, egal, durch diese Bauweise, egal aus welcher Richtung man spricht, also bis 180 Grad eigentlich rum, die Klangqualität bleibt die gleiche. Der Nahbesprechungseffekt ist ja, wie gesagt, der fällt weg komplett. Man hat keine massive Bassanhebung. Man kann sogar von der Seite reinsprechen. Das geht zum Beispiel beim Rode Procaster überhaupt nicht. Da kann man es von der Seite reinsprechen. Hier und hier. Beim Shure geht das auch. Der hat auch dieses Mikrofon hat auch einen Popschutz, einen eingebauten Popschutz, aber der ist nicht so gut. Da sollte ich entweder ein Windscreen noch dazu kaufen oder eben ein Popshield noch dazu kaufen. Dann ist das alles ideal. Ja, was ich sagen wollte, man kann es also von ringsherum besprechen, 180 Grad. Aber die Lautstärke natürlich, die verändert sich natürlich, aber der Nahbesprechungseffekt, der ist nicht mehr da. Der ist faktisch nicht mehr existent. Das Ganze hat einen natürlichen, richtig schönen natürlichen Klang. Ich werde auch dazu nochmal ein Review machen zu diesem Mikrofon. Ich packe es mal wieder ein, denn das soll es erstmal schon mal gewesen sein fürs Unboxing. Ich mache nochmal ein Review dazu und ein Vergleich zwischen dem Shure SM7B und diesem Electrovoice RE320. Denn diese beiden Mikrofone, würde ich sagen, die spielen schon in der gleichen Liga. Das Procaster, mein Rode Procaster, ist da schon ein, zwei Klassen unten dran. Also brauche ich erst gar nicht anfangen zu vergleichen. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Die Farbe, man sieht es ja schwarz, nennt sich aber Semi-Gloss Black, was auch immer das sein mag. Also für mich ist es einfach nur matt. Sieht cool aus, bis auf die Schraube, die Farbe, das gefällt mir nicht so. Aber okay, die Verpackung ist auch sehr stabil, ist nicht irgendwie so Larifari, so dünn. Das finde ich eine sehr gute Verpackung. Ja, das soll es gewesen sein. Ich mache das Ding wieder zu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare einfach rein. Ich versuche sie zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video gerade anschaut. Und habt Spaß bei dem, was ihr gerade tut oder noch vorhabt. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Sanfinkol. Bye bye. Tschüssikowski.